Einfluss haben und den ganzen Prozess der Erderwärmung und was jetzt noch alles dazu kommt, Artensterben und so weiter, aber dass wir das wirklich verhindern können oder blockieren können oder wie auch immer. Und da ist mir ziemlich schnell klar geworden, ja, scheint mir eigentlich gar nicht so realistisch zu sein. Und ich habe das dann einfach offen auch immer kommuniziert und habe gemerkt, nanu, warum kommt man so schwer in der Klimabewegung damit ins Gespräch? Und ich dachte erst, das ist so ein bisschen Zufall. Und desto mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, es ist irgendwas Strukturelles steckt dahinter. Ich habe natürlich meine Fühler weiter ausgestreckt und gemerkt, ja, es gibt überhaupt keinen Diskurs in keiner Zeitschrift. Nirgends steht was über Kollaps, über Zusammenbruch oder über Scheitern von irgendwas. Das hat mich skeptisch gemacht, mich in eine große Krise auch gestürzt, weil ich mich damit total allein gefühlt habe. Also, bin ich jetzt hier ein Wissender oder bin ich einfach nur verrückt? Das hat mich fast ein Dreivierteljahr eigentlich beschäftigt, das für mich auszuloten, was da jetzt irgendwie nicht stimmt. Ja, es liegt jetzt an mir, dass ich da irgendwie Fantasien habe oder liegt es an anderen? Ist es die Gesellschaft, was auch immer steckt dahinter? Und ich habe mich halt ganz diesem Thema verschrieben, habe meine Fühler weiter abgeguckt, was gibt es auch an Menschen, die aktiv sind in diesem Bereich und so weiter. Und da sind ein paar Initiativen auch entstanden, die ich dann später zum Schluss noch kurz mal ansprechen werde, dass ihr es gehört habt. Vielleicht nochmal, ich bin kein Psychologe, also ich habe das nicht studiert, werde daher wahrscheinlich wenig akademisch reden, was vielleicht ein bisschen ungewohnt ist. Ja, ich bin eher so Praktiker, ich bin Quereinsteiger. Vor 15 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht als Gestalttherapeut und Supervisor und arbeite seitdem in eigener Praxis mit Gruppen und Teams und mit Einzelnen therapeutisch eben und mit Paaren. Genau, vielleicht so viel dazu erstmal. Ich habe eine Präsentation vorbereitet, weil dieses Kollapspsychologie, das gibt es ja an sich nicht. Ja, das ist ja mehr oder weniger ein Konstrukt von mir. Und das möchte ich heute gern plausibel machen oder erklären, warum ich denke, dass es das braucht. Ja, und freue mich jetzt schon sehr auf die Diskussion auch danach. Also ich brauche auch immer ein bisschen ja, Feedback und Rückmeldungen, die mir insgesamt zu wenig halt kommen. Da komme ich auch noch dazu, warum auch psychologische Kreise offensichtlich das Thema irgendwie ablehnen, beziehungsweise nicht bereit sind, da ja drüber zu sprechen auch und in Diskurs einzutreten. Genau. Ich möchte gern, bevor ich damit anfange, mir mal einen kleinen Überblick so verschaffen, wie ihr so drauf seid. Das ist so eine kleine Umfrage, die mache ich eigentlich immer, wenn ich irgendwie Vorträge zu dem Thema halte oder in die Richtung. Und zwar ist es relativ einfach. Ihr sollt gleich eine Zahl in den Chat eingeben zwischen 0 und 10. Und soll so eine Skala sein quasi. Könnt ihr euch vorstellen, 0 würde stehen für das 1,5 Klimaziel ist noch erreichbar. Und die 10 würde stehen für der kurzfristige gesellschaftliche Zusammenbruch ist unausweichlich, die Katastrophe wahrscheinlich und ein Aussterben der Menschheit möglich. Das ist ein Satz von Jem Bendel, haben viele vielleicht schon mal gehört. Deep Adaptation sage ich nachher auch noch kurz was. Das möchte ich ganz sozusagen als anderen Extrempunkt nennen. Und dann gibt es natürlich dazwischen eine Varianz. Und ich schätze, dass sich irgendjemand dazwischen schon sieht. Also ich glaube, mehr als 1,5, also dass wir da drunter landen, ist sehr unwahrscheinlich. Also genau, also deswegen denke ich, werden sich wahrscheinlich alle irgendwo in diesem Bereich 0 bis 10 bewegen. Und die Frage ist natürlich dahinter, ja, was haltet ihr denn eigentlich für wahrscheinlich? Weil die Szenarien, die ich für wahrscheinlich halte, sind ja in erster Linie handlungsweisend. Ja, also wenn ich denke, das ist kein Problem, dann muss ich auch nichts machen. Wenn ich denke, das Problem ist riesig, muss ich natürlich mehr machen. Ja, also relativ plausibel. Und ich möchte euch einfach auch gut in meinem Vortrag abholen und deswegen wird es mich sehr interessieren, wo ihr da so ungefähr seid. Ist das Kollaps-Thema ganz neu? Ja, seid ihr da sehr an der 1,5 Grad? Habt noch viel Hoffnung sozusagen, dass wir doch noch drumherum kommen und vielleicht schlimme, katastrophale Szenarien. Genau. Und sozusagen meine Bitte jetzt, dass ihr eine Zahl zwischen 0 und 10 einfach mal eintippt in den Chat. Cool. Danke. Ja. Ist verständlich oder braucht es noch eine Rückfrage? Also ist nur so ein kurzes Blitzlicht auch für euch. Ne? Ihr seht ja dann auch so, wie sind die anderen? Wo ordnen die sich ein? 5, naja, 5, 7, 8, okay. Also relativ nah nebeneinander auch, ne?
Nochmal so eine kleine Auswertung. Niemand unter 5. Auch spannend. Ich glaube, das verändert sich alles auch so schnell. Vor einem halben Jahr wäre es vielleicht nochmal anders gewesen. Ach, 2 bis 9. Aha, okay. Gut. Ja, vielen Dank. Dann hoffe ich, das klappt jetzt und steige jetzt einfach mal ein und erzähle mal ein bisschen was. Versuche das plausibel zu machen, was ich meine. Und wie gesagt, danach ist noch viel Zeit für Gespräche und Diskussionen, hoffe ich zumindest. Mal die Frage, was bedeutet denn eigentlich Kollaps? Also es bedeutet nicht, Licht wird ausgeknipst und dann ist alles vorbei. Das jetzt. Gibt natürlich keine einheitliche Definition. Am bekanntesten ist eigentlich die von Jared Diamond, sein Buch Kollaps. Mit Kollaps meine ich einen Rückgang der menschlichen Bevölkerungsgröße und der politischen, wirtschaftlichen, sozialen Komplexität über ein beträchtliches Gebiet. Da muss man nicht allzu viel danach sagen. Genau, die 2 anderen Zitate sind von Pablo Servigne. Das ist ja, der Begründer der Kollapsologie in Frankreich, eine Bewegung, die 2015 ja für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Sage ich nachher noch was dazu. Wir stehen heute vor verschiedenen Zusammenbrüchen der Biosphäre, der Ökosysteme, der Zivilisation, der Gesellschaften, der Völker und ihrer Kulturen. Manche Zusammenbrüche sind bereits im Gange, andere stehen uns als Risiken klar vor Augen. Also da wird nochmal klar, also es gibt verschiedene Zusammenbrüche, irgendwie wirken die ineinander über. Es ist eher ein Prozess, als dass es irgendwie ein Zustand ist. Und der Zusammenbruch wird nicht auf einmal erfolgen, sondern er wird ein Prozess sein und sich zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten und unterschiedliche Auswirkungen haben. Ja, also es ist irgendwie ein Prozess, an unterschiedlichen Orten wird es unterschiedlich stattfinden und es gibt verschiedene Formen davon, die irgendwie ineinander greifen. Und das kann sehr lange dauern, also da gibt es keine genaue Zeitangabe. Und vielleicht noch auch einer der Kollapsologen zählt, Dimitri Orlov, der hat schon 2013 ein Buch geschrieben, da ging er eher von so Peak-Oil-Szenarien aus. Und er hat gesagt, es gibt, also so ein Zusammenbruch funktioniert, er wird eher in Stufen erfolgen, und zwar die aufeinander aufbauen. Er hat die halt benannt, also erst bricht das Finanzsystem zusammen, der finanzielle Zusammenbruch, dann der globale Handel, dann das politische System, dann die sozialen Einrichtungen und zum Schluss ja, die ganze Kultur, die komplexe Gesellschaftsform, also auch unsere Werte und so weiter. Genau. Das hat er alles beschrieben und er hat auch beschrieben und gesagt, welche Einflussmöglichkeiten wir auch in den verschiedenen Stufen haben. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Es ist halt, also das Pariser Abkommen war ja erst 2015, deswegen ist sozusagen diese, ja, die Klimakrise im Grunde in seiner Theorie noch nicht mit drin. So erkläre ich mir das jedenfalls. Ja, passt ja auch zeitlich. Genau. Ja, ich habe gesagt, es gibt, oder wurde gesagt, es gibt verschiedene Szenarien. Das Weltwirtschaftsforum gibt jedes Jahr so ein Global Risk Report raus und sortiert da sozusagen die Szenarien, die ja gefährlich sein können für eine Gesellschaft, zum Zusammenbruch führen können. Ja, also der sortiert die eben und das ist jedes Jahr anders und man kann auch schon sehen, dass es selbst dieses Jahr sich schon wieder verändert hat. Ich lese es nochmal vor auf Deutsch. Scheitern von Klimaschutzmaßnahmen ist so die größte Dramatik oder die größte Wahrscheinlichkeit. Dann Extremwetter, Biodiversitätsverlust, Verlust des sozialen Zusammenhalts, Lebensunterhaltskrise, Infektionskrankheiten, Umweltschäden, Ressourcenkrise, Schuldenkrise und geoökonomische Konfrontation. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, was er damit meint. Ich vermute, oder was damit gemeint ist, ich vermute auch Krieg. Und das wäre ja dann wahrscheinlich im Moment ziemlich weit vorne. Also es ist sehr, sehr dynamisch, es verändert sich sehr, sehr schnell auch alles. Genau. Aber das sind sozusagen gerade die Top 10 vom Weltwirtschaftsforum, relativ aktuell. Genau. Wie wahrscheinlich ist denn eigentlich so ein Zusammenbruch? Lässt sich natürlich relativ schwer vorhersagen oder die verschiedenen Zusammenbrüche. Er hat auch was dazu gesagt, Herr Schellenhuber, der kommt erst später zu Wort.
Erstmal möchte ich mich auf den Club of Rome und die Grenzen des Wachstums, da war jetzt 50 Jahre Geburtstag sozusagen oder Erscheinungstag, also 1972 ist das ja erschienen vom Club of Rome und da wurde so ganz grob zusammengefasst, da war glaube ich das Klima auch noch nicht so, na doch, auch noch nicht so sehr im Vordergrund, aber das hat sich dann auch überholt, ging es wahrscheinlich auch mehr um die Peak. Ja, und jedenfalls wurde da ausgerechnet, dass ein Zusammenbruch ungefähr Mitte des Jahrhunderts wahrscheinlich ist bei einem Business as usual Szenario. Es gibt unterschiedliche Szenarien. Und im Moment kann man sagen, sind wir da noch voll drin. Also es spricht da im Moment nicht wirklich was dagegen oder dafür, dass wir aus diesem Business as usual Szenario raus sind. Ja, also im Grunde befinden wir uns auf diesem Pfad. Und Guy Harrington hat das ja, ich glaube, letztes Jahr nochmal neu durchgerechnet, nochmal aktuellere Daten eingegeben und kommt grob auf 2040. Ja, sie haben sich jetzt nicht so zahlenmäßig festgelegt, aber Mitte des Jahrhunderts ist irgendwie 2050. Ja, also keiner möchte sich zwar genau festlegen, aber beliebig zu halten halte ich auch für gefährlich. Also und 2040 kann man sich ausrechnen, sind 19 Jahre. Na, einfach nur so, um das mal so ein bisschen zu. Ich glaube, zum Club of Rome muss ich jetzt nicht allzu viel sagen. Gibt aber noch ein interessantes Zitat von Cramer Maxton, weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird. Der war Generalsekretär vom Club of Rome und der hat zwei Sachen gesagt in einem Interview. Wir können noch den Lungenembolienkollaps, lässt sich nicht mehr verhindern. Also das ist relativ aktuell gewesen, keine 2, 3 Jahre, dass das so gesagt hat. Und auch wenn jeder sich bemüht, so nachhaltig wie möglich zu leben, wird das die Zukunft nicht verändern. Genau. Ist noch eine ganze Menge anderer Wissenschaftler, die irgendwie da oder Wissenschaftler hinkommen, auf anderem Wege. Ich würde es jetzt erstmal bei diesem Club of Rome lassen, weil ich glaube, das ist populär, ist bekannt, also und auch die Motive, ne, es ist eine gemeinnützige Organisation, sind ja auch lauter, sage ich mal. Richtig, wer macht irgendwelche Berechnungen? Was ganz interessant ist, am 6. Dezember 2020 erschien im Guardian ein öffentlicher Brief, der damals von 250, jetzt mittlerweile von 500 Wissenschaftlerinnen, einige vom IPCC, von verschiedenen Bereichen, alle, die sich mit gesellschaftlichen Dingen und so weiter auseinandersetzen. Genau, also erschien dieser Brief, der öffentliche Brief im Guardian wurde er veröffentlicht in gekürzter Version. Und ich würde gerne mal noch eine Umfrage machen, mache ich jetzt aber nicht, wer davon Kenntnis hat. Und ich vermute mal so ziemlich niemand. Und er wurde auch also nirgends veröffentlicht in Deutschland. Also es ist nirgends erwähnt worden, in keinem Medium, soweit ich weiß. Also vielleicht gibt es Ausnahmen in kleineren Zeitschriften oder wie auch immer, der ist nicht erwähnt worden. Und das finde ich schon eine interessante Sache. Also wenn 500 Wissenschaftler, namhafte Wissenschaftler, also als Professoren und so weiter, ja, sowas rausgeben, dass wir eben die Klimaziele verfehlt haben und wir uns dringend mit den Konsequenzen auseinandersetzen müssen. Ja, also, und da fange ich schon an, so ein bisschen das erste Thema aufzumachen. Ja, es scheint eine selektive Wahrnehmung zu geben von wissenschaftlichen Fakten. Also, welche nehmen wir denn wahr und welche nicht? Ja, warum wird so ein Brief ignoriert? Warum dann bestimmte Dinge ignoriert, die auf einen Kollaps hindeuten? Also, ich kann es nicht erklären, wieso zum Beispiel nirgends zitiert wird und sich nicht mal in der Klimabewegung wirklich damit auseinandergesetzt wurde. Ja, ich habe es mehrmals gepostet und auch einige andere, aber es kommt nicht in Zeitschriften, es wird nicht diskutiert. Und das habe ich oft erlebt, dass dieses Thema wenig diskutierbar ist. So, dann kann man natürlich sagen, okay, das Szenario ist wahrscheinlich, aber es gibt ja die Klimabewegung. Es gibt mehr Leute, die aktiv sind und dazu gibt es, muss ich jetzt sagen, leider auch eine Stimme. Die Uni Hamburg hat 21 diesen Climate Futures Outlook rausgegeben und sich gefragt, wie plausibel ist es denn eigentlich mit dem, also technisch, ökonomisch, aber auch was die gesellschaftlichen Treiber betrifft. Also geht es nicht nur um die Klimabewegung, es geht auch um alle möglichen anderen Gesellschaften, also die Wirtschaft und so weiter. Wie wahrscheinlich ist denn, dass wir 2050
dekarbonisiert werden. Das Fazit ist, eine vollständige Dekarbonisierung ist derzeit nicht plausibel. Der gesellschaftliche Wandel müsste erheblich ehrgeiziger ausfallen. Das war 2021 und ich kann im Moment nicht sehen, dass sich das deutlich verändert hat. Also wir sind auch da im Business as usual. Ja, genau, also auch die Hoffnung auf gesellschaftliche Treiber ist relativ gering. Es gibt einige psychologische Umfragen, ist ja auch nochmal wichtig, wie schätzen eigentlich Menschen das ein, wie ich das mit euch vor uns gemacht habe, ja, also wie sehen das eigentlich an, die Menschen, die Bürger, die Bevölkerung, wie wahrscheinlich ist so ein Zusammenbruch, haben die Angst davor? Und es gibt eine direkte Umfrage dazu, allerdings auch aus Frankreich, wo die Kollapsologiebewegung sozusagen stark ist. Und die haben in verschiedenen Ländern eine Umfrage zur Kollapswahrnehmung gemacht. Also man kann es ja sehen, 5 Länder, ungefähr 1000 Teilnehmer. Und das Ergebnis ist, das finde ich auch noch mal sehr interessant, dass es eine sehr, sehr unterschiedliche irgendwie, genau, also Kollapsologiestudie. Und man sieht, es gibt große Unterschiede. Ja, ganz weit vorne mit 71%, also der Bevölkerung, die es für wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich halten, ich habe es jetzt nicht genau, halten ein Kollaps-Szenario für sehr wahrscheinlich, und Deutschland ist deutlich das Schlusslicht sozusagen. Das finde ich nochmal ganz interessant, und es gibt auch einige Erklärungsversuche dazu in dieser Studie, warum das so sein könnte. Ich will aber jetzt mal nur so ein bisschen antippen und nicht so sehr in die einzelnen Themen reingehen, weil es wird zu komplex und zu viel. Genau. Diese Studie ist relativ aktuell, haben bestimmt viele mitbekommen, diese große, eigentlich größte Studie zur Klimaangst. Und da kam letzten Endes auch raus, 3/4 von den Kindern und Jugendlichen geben an, also war eine weltweite Studie, ne, die Zukunft sei beängstigend, und über die Hälfte, 56%, sagt, die Menschheit dem Untergang geweiht ist. Einfach, ja, will jetzt nicht auf die Studien so insgesamt ein, aber nur mal so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, was gibt es da an Ergebnissen. Es gab auch noch eine Studie 2021 vom Reinhold-Institut. Haben 61% der Befragten gesagt, Deutschland steht vor dem Niedergang. Ja, das ist jetzt nicht explizit eine Kollapsstudie, ne? Da ging es einfach so um die Zukunft. Aber das sind, finde ich, ganz interessante Ergebnisse. Auch bei dem Weltwirtschaftsforum 2022 gab es eine Umfrage, wie die Teilnehmerinnen das dort einschätzen. 1000 Personen wurden auch befragt, also von diesen bei den typischen Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums. Und da haben sich halt auch 71% besorgt über die Zukunft und fast ein Viertel bekümmert geäußert. Einfach mal nur so, dass man so ein bisschen einen Einblick hat. Ich erwähne jetzt mal noch ein paar Studien, die ich ziemlich wichtig finde, um dann auch zu erklären, warum es eine Kollapspsychologie braucht, um ein bisschen meine Theorie noch zu unterfüttern. Vielleicht komme ich da auch nachher auf diese Studie nochmal zurück. Das ist eine Metastudie zu Angstappellen von 2015, und die lese ich mal vor. Das möchte ich gern, dass ihr das mal im Hinterkopf behaltet. Angstappelle sind wirksam, und um Einstellungen, Absichten und Verhaltensweisen positiv zu beeinflussen. B, es gibt nur sehr wenige Umstände, unter denen sie nicht wirksam sind. Und C, es gibt keine identifizierbaren Umstände, unter denen sie nach hinten losgehen und zu unerwünschten Ergebnissen führen. So steht das quasi in der Zusammenfassung dieser Metastudie. Und vielleicht, ja, merkt ihr schon so ein bisschen, dass das ein bisschen im Widerspruch auch zu dem, was zum Thema Psychologie und Umweltpsychologie so präferiert wird. Aber da komme ich gleich nochmal hin. Was wir auch noch wissen, wollte ich noch ein bisschen mehr mit, um ein paar Theorien, die ich später aufstelle, noch zu untermauern. Wir wissen, dass der Prozess Erfahrung zu Wachstumsfähigkeit, die eigenen psychologischen Grundsätze zu erfüllen, führt, also mich mir selbst auch noch zu führt zu Wachstum, ja, und ja, zu psychischer Gesundheit. Ja, das ist nichts Neues. Ist mir nochmal wichtig, das zu erwähnen.
Menschen, die fähig dazu sind, Katastrophen in ihre gegenwärtige Erfahrung mit einzubeziehen, sind später besser in der Lage, anderen in ähnlichen Situationen zu helfen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um bereits eingetretene oder zukünftige Katastrophen handelt. An der Stelle wäre es nochmal wichtig, ein kleiner Exkurs. Traumatisierung kann ja sozusagen direkt stattfinden, indem man traumatisches Ereignis erlebt und das dann eben nicht gut verarbeitet oder wie auch immer. Es kann passieren auch als Typ, nicht Typ B, als sekundäre Traumatisierung bei Helfern und Zeugen. Und es kann nach Lise van Susteren, das ist relativ neu, auch passieren, wenn ich mir sozusagen eine bedrohliche Zukunft, also eine hilflose Situation sehr stark vorstelle. Ja, also das heißt, auch jetzt, wenn ich mich sehr stark mit der Zukunft beschäftige, kann ich traumatisiert werden. Genauso wie, als wenn ich es direkt erleben würde. Genau. Und der stärkste Schutzfaktor gegen die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung oder prätraumatischen Belastungsstörung, wird es dann bei Lise van Susteren heißen, ist ein Gefühl von Zugehörigkeit und Unterstützung. Dürfte jetzt für die psychologisch geschulten Menschen nicht unbedingt was Neues sein, aber das ist nochmal eine ganz schöne Zusammenfassung. Und immerhin 60-80% der Menschen, die tiefgreifende Krise erlebt haben, gehen dadurch gestärkt hervor. Und das nennt man dann posttraumatisches Wachstum. Gut. So, es gibt, ich habe ja angesprochen, Menschen, die sich intensiver mit Kollaps beschäftigen, also so gemein kann man sagen. Und da ist zu nennen das Deep Adaptation Netzwerk, das geht zurück auf Paper von Jem Bendel, welches er 2018 veröffentlicht hat. Und er hat daraufhin eine Bewegung gegründet oder es gab viele Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und da ist eine große Community entstanden, vor allen Dingen im englischsprachigen Raum, auch zum Teil in Deutschland, aber hier ist er nicht sehr aktiv, nicht sehr wenig Bewegung drin. Genau, und es gibt die Kollapsologie-Bewegung in Frankreich, die müsste so 2015 entstanden sein. Genau, ich habe schon erwähnt, Jared Diamond, Raphael Steffens, Pablo Servin, dieser Stufen, die sind da, Stufen des Kollaps, die sind da Vertreter da drin. Und die wollen sozusagen Kollapsologie als eigenständige transdisziplinäres oder Forschungsansatz etablieren und sind da irgendwie dran. Ein paar Institute dazu. Aber ich glaube nicht, dass das große Universitäten da einen Zugriff finden. Und es gibt auch Untersuchungen in der Gemeinschaft. Was ist denn, was ist eigentlich mit den Menschen, die in diesem Sinn, die sich mit diesem Thema beschäftigen, was passiert eigentlich? Und, es gibt eine Untersuchung im Observatorium für Kollapserfahrung und die haben die Kollapsologiebewegung untersucht oder Menschen und die haben festgestellt, also die Schlussfolgerung dieser Untersuchung war, die Vorstellung eines gesellschaftlichen Zusammenbruchs hat die Menschen optimistisch und aktiv gemacht und gezeigt, dass es möglich ist, sich ein Leben nach dem Zusammenbruch statt einer Apokalypse vorzustellen. Und in der Untersuchung hat der Jem Bendel mit dem Florian Kef zusammen nochmal eine Untersuchung gemacht unter den Mitgliedern dort und die haben festgestellt, oder die Schlussfolgerung ist, aufgrund ihrer Beteiligung fühlen sie sich weit mehr Menschen weniger apathisch und weniger isoliert als umgekehrt. Ja, ein bisschen komischer Satz, aber so ist es da irgendwie übersetzt. Genau, also kommt so ein bisschen auf selber eigentlich raus, wie auch bei der Kollapsologiebewegung. So, was ist jetzt eigentlich das Problem? Mit Psychologie. Kollaps als Forschungsgegenstand existiert nicht. Und das nicht nur in der Umweltpsychologie, sondern eigentlich so generell überhaupt nicht. Also ich finde, wie gesagt, wenig dazu. Wenn mich da jemand eines Besseren belehren mag, gerne. Aber es gibt zum Kollaps, egal in welcher Richtung, eigentlich überhaupt keine Untersuchung. Und der Forschungsgegenstand, so wie ich ihn wahrnehme in der Umweltpsychologie, ist Motivation für individuelles, nachhaltiges Handeln. Und das finde ich einen ziemlich fragwürdigen Forschungsgegenstand, weil, wenn wir uns nochmal zurückerinnern an Creme Maxton, ja, auch wenn wir alle nachhaltig leben in Europa oder nachhaltigen Lebensstil anstreben würden, würde das im Grunde nichts verändern. Und
Ja, da ist eine riesengroße Dissonanz bei mir. Ja, also wenn sozusagen das Forschungsfeld was abdeckt, wo offensichtlich alltagsmäßig, also was überhaupt nicht mal nützlich erscheint. Das wäre vielleicht 1970, 80, finde ich, ein guter Forschungsgegenstand gewesen, aber mittlerweile, trotz dessen gibt es wenig Veränderungen. Und ich habe sowas festgestellt, das nenne ich mal ein Dogma oder eine Ideologie der Umweltpsychologie. Und zwar sagt die aus, Information über das Klima soll nicht so stark katastrophisiert werden, was auch immer das heißt, katastrophisieren. Weil die Katastrophe wahrscheinlich ist, ja, es ist, aber gut, da sonst die Gefahr besteht, dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, noch einen Beitrag zu leisten und sie dann ihrer Angst ausgeliefert sein, beziehungsweise Fatalismus verfallen. Das steht in krassem Widerspruch natürlich zu dem, zu der Erfahrung, die ich gemacht habe mit Menschen, die sich mit Kollaps beschäftigen und auch zu diesen, ja, Studienuntersuchungen. Das ist ein krasser Gegensatz und man könnte jetzt sagen, ja gut, das habe ich mal irgendwo gelesen in dem Buch da unten. Ich glaube, Steffen, da hast du sogar ein bisschen mitgeschrieben. Also, jedenfalls ich noch mal zwei Zitate, die ich, das ist vom März jetzt diesen, ja, das ist einfach vom Februar einfach nur rausgegriffen. Das eine von der Umweltpsychologin aus Salzburg, die auch öffentlich auftritt und das Wachrütteln durch Information, diese Strategie ist eher kontraproduktiv. Die Leute werden überfordert vom Klimawandel. Das löst Hilflosigkeit oder einen Kontrollverlust aus. Oder Professor Dr. Maren Urner, die Professorin ist, unter anderem noch ganz viele Bücher rausgibt und überall auch mitmischt, sage ich mal so, in möglichen Kongressen und zur Klimapsychologie auch spricht. Angst und Panik führen dazu, dass wir schlechte Entscheidungen treffen. Genau, ist ein Zitat, aber sie hat an mehreren Stellen, also ich meine jetzt keine Rosinenpickerei, will ich damit sagen, ja, habe mir trotzdem jetzt ein paar Sachen rausgegriffen. Also in diesem Interview, was da unten steht, sagt sie das an mehreren Stellen auf unterschiedliche Art und Weise. Und wie gesagt, ich denke eher, das hat mit Wissenschaftlichkeit wenig zu tun. Mir drängt sich da der Verdacht auf, es ist eher eine Ideologie und ein Dogma, als dass es wirklich Wissenschaft ist. Einer der Begründer der Scientists for Future hat auf einem Kongress 2020, das glaube ich von dem Psy for Future, das mal zusammengefasst, wie er die Klimakommunikation so einschätzt und hat das, ja, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Also Psychologen sagen, negative Nachrichten schrecken ab, Angst und Hilflosigkeit lähmt und wir müssen Selbstwirksamkeitserfahrungen schaffen. Und die Kommunikatoren, also in der Presse, kommt dann sozusagen an oder wird dann weitergegeben, gute Nachrichten senden, zum Mitmachen animieren, klein anfangen, bei sich selbst anfangen und Selbsterfahrung, Wirksamkeitserfahrung, egal ob wirksam. Und das sind natürlich, ich finde, da drängen sich so eine Menge Widersprüche auf, wie zum Beispiel wird ja immer vor diesem Single-Action-Bias gewarnt, dass eine klimabewusste Handlung sozusagen das Gewissen beruhigt und im Grunde fordert man ja hier direkt dafür auf. Also das ist, ich finde alles sehr, sehr widersprüchlich. Also mir erschließt sich keine wirkliche Logik in der Klimakommunikation. Aber wie gesagt, gerne dann weiter diskutieren. Das sind das sind meine Ergebnisse, sage ich mal, mit der Beschäftigung. Was ist das Problem eigentlich? Also mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie der Klimapsychologie oder der Umweltpsychologie an Kant zu fahren, sondern ich sehe nicht den Fatalismus nicht darin, wenn wir die Wahrheit, sage ich, ich nenne es jetzt mal so, kommunizieren, ungeschönt sozusagen die Wahrheit kommunizieren, auch schlimme Szenarien kommunizieren, sondern ich sehe den Fatalismus darin, wenn wir es nicht praktizieren, weil dann wird es fatal, weil wir uns damit sozusagen vergeben. Also alles, was wir nicht benennen, was wir nicht besprechen, ist auch nicht gestaltbar. Ja, und genau, der wahre Fatalismus besteht darin, den Kollaps für nicht gestaltbar zu halten. Und ja, der fehlende Diskurs verhindert eben Auseinandersetzung und auch angemessene Handlung. Den Kollaps nicht zu steuern und zu gestalten, führt dazu, dass vulnerable Gruppen und der globale Süden am meisten leiden werden. Das ist sicherlich allen klar, ne, dass die Klimakrise oder auch die anderen Krisen als erstes dort für Schaden sorgen. Und ja, wir sind jetzt hier halt privilegiert. Ja, und die Klimapsychologie passt meines Erachtens auch gut zu unserer bequemen Haltung. Ja, dass wir auch ein Stück verharren in
ja, in dem Luxus, wo wir uns eben gerade befinden. Fehlende solidarische Narrative und die Ablehnung des Themas im linken Diskurs sorgen dafür, dass das Thema ausschließlich von Rechten besetzt wird. Das ist nicht die allergrößte Gefahr, dass wir das wieder Menschen überlassen, die unsere oder die solidarative nicht, solidarische Werte nicht, sich die nicht verpflichtet fühlen. Und was wir natürlich machen mit dieser Art von Kommunikation, wenn wir allen Menschen, die einen Kollaps für wahrscheinlich halten und die vielleicht auch gerade wegen diesen Szenarien, die sie da im Kopf haben, aktiv werden, den haben wir natürlich vom Bug, ja, die lassen wir alleine und die schikanieren wir auch als Duma und urteilen die ab, ja, und schicken sie in die Einsamkeit. Genau, und isolieren sie halt. Also es ist, ich finde, es ist ganz, ganz viel zu verlieren. Es entsteht ein Riesenschaden. Und das ist eigentlich das, ja, das ist das, was mich aktiv gemacht hat und warum ich auch den Vortrag halte. Ja, ich bin nicht so der tolle Vortragsredner, aber ich merke, ich muss das machen, also mir ist das wichtig. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, warum ist das so? Und will euch noch so zum Schluss jetzt noch ein paar Ideen präsentieren. Ich habe in der Beobachtung gemacht, wie der Kollaps abgewehrt wird, also was so Verleugnungsstrategien sind. Und das eine ist die Hoffnung auf die sozialen Kipppunkte. Ja, also wenn wir zum Kollaps sagen, ja, wir müssen trotzdem Hoffnung haben und nach vorne gehen. Und da entsteht für mich aber so ein Widerspruch. Ja, in der Covid-19-Pandemie zum Beispiel merkt man, da gibt es ja auch Szenarien, also wie sich das Virus verbreitet und man orientiert sich in seiner Handlung an den wahrscheinlichsten Szenarien. Und beim Kollaps ist es genau umgedreht. Also ja, da wird sich sozusagen also Schellnhuber sagt zum Beispiel, ne, mit 98%iger Sicherheit der Schub ist tödlich, ja, und ich habe ja ein paar Studien gezeigt, vor uns auch den Club of Rome. Und da scheinen wir uns sozusagen an den unwahrscheinlichsten Szenarien zu orientieren und die wahrscheinlichsten zu ignorieren. Und das ist für mich genau das Gegenteil von Resilienz. Ja, Resilienz ist für mich, wenn wir mit dem Schlimmsten rechnen, uns darauf vorbereiten oder auch mit dem Wahrscheinlichsten rechnen. Ja, also da geht irgendwas schief, da verstehe ich was nicht. Da scheint für mich auch eine kognitive Verzerrung zu sein. Und dann, was mir selbst bei wirklich ganz gebildeten Menschen auffällt, dass diese fatalistischen Kollaps-Narrative, dass selbst Menschen, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen, die sagen ja so, dann sind wir eh tot. Und dass das so nicht aufgezeigt hat. Also alle Kollaps-Theorien sagen eigentlich, es ist ein langer Prozess, weil und dieses Vor ist nicht ausgegeben, wenn irgendwas zu Ende ist. Das Ergebnis ist natürlich, dass Gestaltungsspielräume geläufert werden. Nicht ausgeknipst, das ist nicht am Machen. Da kann ich nichts machen. Und selektive wissenschaftliche Fakten, da bin ich auch schon drauf gegangen. Und dann noch so, das nenne ich überschaubare Produkte. Also ich glaube, es ist sehr schwer, dass sich psychisch oder Katastrophen Szenarien weil sie so komplex sind, weil sie uns so mit Hilflosigkeit, also weil sie uns einfach traumatisieren würden, wird man das machen. Und deswegen ist eine gute Strategie, auch bei mir gut funktioniert, also ich habe da auch meine Strategien, sich kleine überschaubare Projekte zu suchen und da alles reinzutun und da auch kleine Erfolge zu haben und den Rest irgendwie auszublenden. Ja, und das ist so für mich so ein prominentes Beispiel ist eben Schellnhuber, ne, der irgendwie wahrscheinlich mit am genauesten weiß, was auf uns zukommt. Und ich sage Ihnen, dass wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus hineinschieben, der mit 98%iger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Und auf der anderen Seite hat er diese Initiative Bauhaus der Erde gegründet, wo es um ja, nachhaltiges Bauen letzten Endes geht, aber nicht um Kollaps, komischerweise. Ja. Also ja, irgendwie für mich nicht so richtig nachvollziehbar in der Logik. Also in der Psychologie vielleicht schon, aber an sich in der Logik eher weniger. Dann auch noch, das ist eher so individuelle Verleugnungsstrategien gewesen. Es gibt natürlich auch noch die kollektiven, da ihr vermutlich noch mehr Ahnung haben als ich. Kevin Anderson hat bereits
Also in Paris diesen Satz gesagt und dann sagt er jedes Jahr wieder genau denselben vor der Kamera, wenn er interviewt wird bei der Klimakonferenz. Wissenschaftler haben Angst vor den radikalen wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen ihrer Ergebnisse, sodass sie ihre Analysen verfeinern, damit sie in den Rahmen der Gesellschaft passen. Wir alle wissen, also damit meint er eben die Klimawissenschaftlerin, dass die Situation viel schlimmer ist, als wir bereit sind, offen zu sagen. Einer meiner Lieblingssprüche ist, wer am meisten von einem System profitiert, hält auch am meisten daran fest. Und man muss einfach sagen, Wissenschaftlerinnen sind nun mal privilegiert in unserem System. In der Regel verdienen sie gut und sie haben auch ein hohes gesellschaftliches Ansehen. Ja, das wird, glaube ich, ja auch keiner leugnen. Und desto mehr, na, ich von dem System profitiere, halte ich eben auch daran fest. Gibt noch Paper, ich weiß jetzt nicht, das kann ich nochmal nachgucken. Ich stelle das auch nochmal als hin. Das ich vor kurzem gefunden, so ein Auf, ich weiß gar nicht, ob der mit so ein bisschen, die jetzt gerade so ein bisschen in Verbindung steht. Und zwar ist das ein Plädoyer für Agiger, sich sozusagen mehr zu engagieren. Und genau, also vom Wissen her in die Verantwortung zu gehen. Und die haben zum Beispiel festgestellt, dass unser ganzes, also unsere Forschungsphase nicht an den Notfallkontext angepasst sind. Und dass Tiere zum Beispiel viel dauert, um schnell Entscheidungen zu treffen und zu reagieren. Und analysiert dann die Gründe für Zurück der Wissenschaften bezüglich Klimathemen. Und das sind also ihre wissenschaftliche Glaubwürdigkeit zu verlieren. Das ist distanziert und neutral Beobachter. Erfolg wird auf wirkungsvolle Veröffentlichungen und nicht auf andere Formen der realen Wirkung beurteilt. Es gibt auch eine zunehmende Polarisierung der Beschäftigung, was dann Angst macht, ja, und daran hindert vielleicht auch eine große Angst vor Jobverlust und Angst vor Voreingenommenheit politischen und medialen Netzkampagnen. Es geht ja ganz schnell, dass der Ruf ruiniert ist. Und ja, danach lebt sich es aber ganz ungeniert, habe ich festgestellt. Eine andere Theorie, die ich habe, ist das Menschenbild. Da muss ich nochmal ganz kurz ausholen. Das ist aber so, sage ich mal, ist auch meine letzte Theorie, die ich euch jetzt präsentiere. Größere, dass es gibt zwei Ereignisse in der Psychologie. Das eine ist, dass die Psychologie irgendwann mal Naturwissenschaft sein wollte und sich sozusagen im Grunde von existenziellen philosophischen Themen verabschiedet hat, also dann nicht mehr so wirklich eine Heimat geboten hat. Und das andere ist das Psychotherapeutengesetz von 1998. Und die Psychologen waren ja vorher keine eigenständige Berufsgruppe und haben immer mit den Ärzten sozusagen konkurriert oder haben sich da minderwertig denen gegenüber gefühlt und wurden auch so behandelt, also da ist auch was dran. Und das Psychotherapeutengesetz ist sozusagen ein Ermächtigungsgesetz gewesen, um die Psychologen als eigene Berufsgruppe zu etablieren. Und da sind zwei Dinge passiert. Das eine ist, dass ab diesem Zeitpunkt 98 ohne Übergangsregelung nur noch Psychologen und eben in der Kinder- und Jugend sind es ja auch Sozialpädagogen, Psychotherapie ausüben dürfen über Kassenverfahren. Und vorher durften das alle möglichen anderen Theologen, Soziologen und die Frage stellt sich auch, warum nicht? Ja, also es ist sozusagen der Preis für die Anerkennung ist andere zu ordnen. Egoistisches Gesetz gewesen, das muss ich an der Stelle mal so sagen. Und das Zweite war, dass damit auch diese Richtlinienverfahrenregelung geschaffen wurde. Vorher waren auch Gestalttherapie, die ich ja praktiziere, oder andere humanistische Verfahren sozusagen im Kostenerstattungsverfahren über die Krankenkassen abrechenbar. Und was passiert ist, ist sozusagen, die sind ins Abseits gedrängt wurden. Es gab sogar Lehrstühle von Gestalttherapeuten, Professoren an Universitäten. Das ist alles eingestellt worden und immer mehr und sozusagen der Analyse und der Verhaltenstherapie geöffnet wurden. Also die sind die Richtlinienverfahren. Und selbst die Analyse wird mittlerweile auch immer mehr verdrängt von den Hochschulen. Und eigentlich ist alles dominiert von der Verhaltenstherapie. Und da muss man einfach sagen, die Wurzel oder das Menschenbild der Verhaltenstherapie ist eben, ja, wie
Ja, dass der Mensch eben kein selbstbestimmtes Wesen ist. Ja. Anerkennen, ich habe es ja mal Reduktion des Menschen auf beobachtbares Verhalten, Psychologie als Naturwissenschaft, genau, Anerkennung des Menschen als Aberkennung, genau, die Aberkennung des Menschen als mündiges und selbstbestimmtes Wesen. Also es gibt da auch eine Entwicklung, natürlich, aber das ist trotzdem diese Grundhaltung und mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass es eher so in Richtung geht, ja, Informationsverarbeitungsmaschinen, ja, die Box an die Kamera dazu und so weiter. Aber ja, aber trotzdem ist es ein sehr reduktionistisches, mechanisches Menschenbild, was dahinter steht. Und auch die Analyse, finde ich, reduziert den Menschen halt sehr stark auf Triebe und internalisierte moralische Anforderungen. Dem gegenüber wäre dann das humanistische Menschenbild: Der Mensch ist von Natur aus gut und konstruktiv, der Mensch hat die Fähigkeit, sich zu entwickeln, denn jedem ist ein Wachstumspotenzial zu eigen und der Mensch strebt nach Autonomie und Selbstverwirklichung. Und das ist genau das, was meines Erachtens fehlt. Ja, es gibt in der Klimapsychologie ganz viele Theorien, warum Menschen irgendwie handeln, aber dass Menschen auch fähig sind, entgegen der Hardware sozusagen, also viele Biases und so weiter, die beschrieben sind, und die sind ja auch nicht falsch, aber trotzdem hat der Mensch doch die Fähigkeit zu sagen, ich widerstrebe dem, ich will das nicht, ja, ich werde mir dessen bewusst und dann entscheide ich mich, es anders zu machen. Und das ist was, was mir komplett fehlt, ja, diese Selbstbestimmung. Und ich finde, dass das eben auch sehr in Beziehung steht mit diesem Menschenbild von Hobbes, ne? Also der Mensch ist das Menschenwolf und ja, es geht dann da einher auch so eine Infantilisierung. Ja, wir brauchen eine Herrschaft. Ja, der Mensch ist von Natur aus nicht gut. Es ist rechtfertigt Herrschaftsstrukturen. Genau. Das hängt für mich sehr stark miteinander zusammen. Also das Menschenbild, was sozusagen dahinter steht. Gut. Warum kritische Umweltpsychologie, können wir gerne noch ein bisschen diskutieren. Also warum ich denke, dass das Kollaps-Thema gut aufgehoben ist. Ich habe drunter gelegt mal von der Kollapsologie die Selbstbeschreibung und finde diesen transdisziplinären Ansatz, den finde ich bei uns wieder und eben, dass auch Emotionen mit einbezogen werden und dass es eben in der kritischen Umweltpsychologie eben auch darum geht, ja, eher aktiv zu werden, also nicht zu forschen seiner selbst willen, sondern um wirklich was zu verbessern. Eine Fragestellung einer Kollapspsychologie könnte sein, wie können wir unser Bewusstsein für krisenhafte oder katastrophale Entwicklung jetzt schon schärfen, ohne wichtige Aspekte der Wirklichkeit zu verleugnen? Und wie können wir in Krisenzeiten als Einzelne und als Gesellschaft handlungsfähig bleiben, ohne in eine Kampf-, Flucht- oder Erschöpfungsreaktion zu gelangen? Und natürlich auch, wie kommunizieren wir, na, wie kommunizieren wir im Kollaps, wie holen wir Menschen gut ab? Genau. So, das ist jetzt das letzte Projekt, die ich angekurbelt habe, wo ich mit drinne hänge, nicht alle von mir initiiert, aber genau das Thema Kollapscafé, das ist eine offene Runde von Menschen in Deutschland, die sich ja emotional unterstützen wollen bei der Bewusstwerdung sozusagen der schlimmen Zukünfte. Es gibt eine Internetseite, themakollaps.org, die ich auch gemacht habe, wo es eine Kollaps-Bibliothek gibt mit mittlerweile, weiß nicht, ein paar hundert Titeln zum Thema Kollaps, ja, weil man findet das ja nirgends. Und die, wo ich auch aufgezählt habe, welche Möglichkeiten der Vernetzung es gibt, also welche Initiativen arbeiten ein bisschen in die Richtung. Und kollapspsychologie.de ist auch meine Webseite. Da geht es darum, Angebote zu schaffen und auch nochmal, also das, was ich euch jetzt gesagt habe, habe ich da auch nochmal ein bisschen aufgearbeitet. Und es gibt ganz aktuell eine Kampagne. Da geht es darum, zu zeigen und diesen Vorurteil, Dummismus, also die Kollaps-Szenarien für wahrscheinlich zu halten, macht Menschen fatalistisch, dem entgegenzuwirken, zu sagen, aktiv, aber ohne Illusion, und damit wollen sich einige, unter anderem auch ich, jetzt in die Fridays for Future ja, Bubble stürzen und einfach da auch ein bisschen Mut machen und zeigen, dass viele nicht alleine sind. Viele denken ja in die Richtung, fühlen sich alleine gelassen, und einfach zu zeigen, man kann mit schlimmen Szenarien rechnen und die auch für unausweichlich halten und trotzdem aktiv bleiben. Das ist kein Widerspruch, auch wenn Michael Mann das immer wieder behauptet. Gut, danke, dass er durchgehalten hat und freue mich auf eine Diskussion und oder einfach Feedback.
Genau, habe jetzt nichts weiter geplant.